Ja, Leute, willkommen zu einem neuen Part von Agayo. Wir sind wieder zurück hier in Folge Nummer 10 mittlerweile schon. Ja, die Zeit vergeht echt schnell, muss man ja sagen. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir heute vielleicht was reisen wieder, ne? Ach Mann, schon wieder gestorben. Das fängt ja wieder gut an. Auf jeden Fall, was gibt's heute zu erzählen? Ja, ich weiß nicht. Ich kann eigentlich mich nur einmal mehr wieder darüber aufregen, dass das Wetter so schlecht ist. Heute war es wirklich mal wieder schlecht. Die letzten Tage hat sich's ja dann doch irgendwo nochmal gefangen, beziehungsweise am Anfang war es gut und dann halt schlecht, aber heute war es halt wirklich durchgehend irgendwie Kacke. Und ja, auch heute früh keine Aussicht auf Sonnenschein oder sonst was, zumindest nicht langfristig. Immer nur so kurz und es ist immer so wechselhaft und keine Ahnung. Es war also nicht wirklich viel los in der Hinsicht und deswegen. Ja, wir waren heute mal wieder einkaufen, so wie jeden Tag gefühlt. Ja, dann einfach nur sind wir nochmal gefahren. Und zwar zu einem Ort, wo ich vor 10 Jahren schon mal Urlaub gemacht habe. Ja, das war auch was Besonderes. Da war ich letztes Jahr zwar auch schon mal, aber trotzdem war es nochmal was Besonderes, das alles nochmal wiederzusehen und so. Ja, so allgemein. Es war nicht schlecht, muss ich sagen. Also auch damals hat es mir sehr gefallen. Es war halt eine ziemlich kleine. Es ist eine kleine Insel, muss ich sagen. Ich verrate jetzt mal nicht den Namen, aber sie war auf jeden Fall nicht schlecht. Also sie ist zwar ziemlich klein, es gibt nicht so viel, aber dafür ist es so umso, sagen wir mal, gemütlicher. Ja. Und ja. Gibt zum Beispiel nur eine Kaufhalle da, obwohl da irgendwie 20 Orte sind gefühlt. Und ja, das ist schon mal viel, also schon mal wenig. Ja, und auch sonst gibt es da relativ wenig. Na gut, ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht genau, wie soll ich das beschreiben. Es ist halt so eine verschlafene Sache alles, ne? Es ist nicht so was Krasses oder so, keine Großstädte oder sonst was, sondern wirklich nur kleine Gegenden und Siedlungen. Ja, und die Strände, muss ich aber auch sagen, sind nicht die besten. Aber ja, es ist besser als nichts halt, ne? So ist es ja nicht. Und sonst, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Was gibt's noch zu erzählen zu der Insel? Ist halt, sind halt schöne Erinnerungen an damals, ne? Ist halt so. Ja, und ein paar Möglichkeiten gibt's schon und man kann schon was machen, so ist es nicht, aber es ist halt nicht dieses Großstadtfeeling, was man jetzt zum Beispiel in keine Ahnung wo hat. Weißt du, in, sagen wir mal, Hamburg oder so. Oder Berlin, na gut, Berlin, da kommt's natürlich eh nicht ran, aber auch kleinere Großstädte, also irgendwie so mit, keine Ahnung, 50.000 Einwohnern. Weißt du, so ein Feeling kriegt natürlich diese Insel nicht hin. Es ist natürlich was ganz anderes. Aber es muss ja nicht unbedingt schlecht sein, ne? Ja. So viel dazu. Und ich würde sagen, wir könnten auch, ja, mal gucken. Also, ich weiß nicht, was war danach noch los? Ach so, heute früh, ja, das habe ich noch vergessen. Ja, wir hatten leider Probleme mit dem Auto. Da mussten wir noch mal zur Werkstatt. Ja, das war noch heute früh, vorm Einkaufen. Habe ich ganz vergessen zu erzählen. Ja, war auch nicht so angenehm. Naja, aber was willst du machen, ne? So, heute war halt Montag, wir konnten erst heute, wir haben das schon ein paar Tage eigentlich. Und ja. Ansonsten gibt's aber eigentlich nichts mehr zu erzählen. Mehr ist heute nicht los gewesen eigentlich. Morgen gibt's vielleicht wieder mehr zu erzählen, denn da steht wieder was Spezielles an, aber das erfahrt ihr morgen. Ja. Toll. Diego oder was? Ja, Diego erinnert mich an Ice Age, kommt ja auch bald, der neue Film. Der kommt sogar übermorgen, oder? Nee, ich weiß gar nicht, heute ist der 4., ich glaube am 7. kommt er. In die Kinos und ich werde ihn dann auch relativ zeitnah gucken. Oh. Na toll. Ja, und wie mir der Film dann zusagt oder nicht, das werde ich dann nochmal in Staffel 8 irgendwann ansprechen. Und ja, ich würde aber auch sagen, an der Stelle, das Video ist vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, tschüss.